In unserem gestressten Alltag laufen wir ständig hin und her. Denken wir könnten dem Tod davonlaufen? Wir könnten ihm entkommen, uns vor dieser Realität verstecken? In dieser Gesellschaft wird doch der Tod bewusst versteckt gehalten, damit wir nicht an ihn denken. Es werden ständig alte, berühmte Menschen im Fernsehen erwähnt, dass sie 80, 90 Jahre alt geworden sind. Es wird uns suggeriert, dass man sehr alt wird. Hast du jemals nachgedacht, warum der Friedhof stets abgelegen ist? Stellt euch mal vor, Geschwister, der Friedhof wäre mitten in der Einkaufsmeile. Würden wir nicht mit Ehrfurcht an den Tod erinnert werden? Würde dann unser Tag nicht anders ablaufen? Wir würden viel mehr den Tod gedenken. Was wiederum dazu führen würde, dass wir uns mehr dem edlen Islam zuwenden würden und fromme Muslime sein würden. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Denkt oft an den Tod. Allah öffnet die Herzen derjenigen, die sich oft des Todes besinnen und erleichtert ihnen das Sterben. Und genauso war es damals im islamischen Staat. Sei es das rechtgeleitete Kalifat oder auch das osmanische Kalifat. Vergleicht doch mal die Lage der Friedhöfe in der islamischen Welt und hier. Stellt euch vor, meine lieben Geschwister, deine Zeit ist gekommen. Du verlässt diese Welt, du liegst im Sterbebett. Denkst du jetzt an die Autos? Denkst du jetzt an die Häuser? Denkst du jetzt an das Geld? Woran würdest du im Augenblick des Todes denken? Du würdest an dich selbst denken, an deine Taten. Was habe ich in meinem Leben getan? Jede Seele wird den Tod kosten. Und du wirst einer von zweien sein. Entweder die gute Seele oder die verfluchte. Die gute Seele wird im Grab liegen. Und zwei Engel werden zu ihr kommen. Die Engel werden die Seele befragen. Drei Fragen werden sie ihr stellen, die wir heute sehr leicht beantworten könnten. Aber im Grab wird nicht unsere Zunge antworten, unser Herz wird sprechen. Und die Engel werden fragen: Wer ist dein Herr? Was ist dein Dien? Wer wurde zu dir entsandt? An diesem Tag, meine lieben Geschwister, wird nicht die Zunge sprechen. Das Herz wird auf die Frage antworten. Und wenn diese schöne, gläubige Seele die drei Fragen richtig beantwortet, wird ihr Grab so weitläufig sein, soweit das Auge reicht. Und sie wird angenehm darin ruhen. Ein Fenster wird ihr geöffnet und sie wird den Duft von Jannah vernehmen. Sie wird ihren Platz in Jannah sehen. Die Seele wird Dua machen. Ja Allah, lass diesen Tag kommen. Ich möchte das Paradies betreten. Das widerfährt der schönen gläubigen Seele. Die andere Seele, die verfluchte Seele, nachdem sie das Grab betritt, wird sie von den zwei Engeln befragt. Munkar und Nakir werden ihr drei Fragen stellen. Und Wallahi, Wallahi, meine Geschwister, das Herz wird antworten, nicht die Zunge. Das Herz wird sprechen und die Engel werden fragen: Wer ist dein Herr? Was ist dein Dien? Wer wurde zu dir entsandt? Die schlechte Seele, die Seele, die Allahs Befehle nicht befolgt hat, wird nicht in der Lage sein, diese drei Fragen richtig zu beantworten. Denn dieser Mensch hat nicht auf die korrekte Weise gelebt. Er hat sich nicht an die Grenzen Allahs gehalten. Auf die Frage, wer sein Herr ist, wird er deshalb nicht antworten können. Vielmehr waren seine Neigungen und sein Ego sein Herr. Er hat nur nach seinen Begierden und Gelüsten gehandelt und seine Neigungen befriedigt. Somit hat er die eigenen Neigungen zum Herrn über sich gemacht. Auf die Frage, wer zu ihm gesandt wurde und wem er gefolgt ist, wird er nicht antworten können: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat nicht nach seinem Vorbild und seiner Sunna gelebt. Vielmehr hat er nach dem Vorbild anderer gehandelt, die die Grenzen Allahs weit überschritten hatten. Er folgte Geschöpfen, die mit ihren Schandtaten geprahlt haben. Diese Wesen und ihre Schandtaten hat er sich viel mehr als Beispiel genommen. Was wird danach mit der Seele passieren? Die Engel werden die Seele mit einem Hammer 70 Meter in den Boden schlagen. Das Grab wird ihr so eng gemacht, dass sie sich kein Stück bewegen kann. Dann wird ihr ein Fenster zur Hölle geöffnet. Die Seele wird ihren Platz in Jahannam sehen. Das erwartet diese Seele. Meine lieben Geschwister, Wallahi, jeder von uns wird den Tod kosten. Und jeden von uns erwartet diese Prüfung. Wie werden wir auf diese Fragen antworten?